Geh mir aus dem Weg, Weib! Paartherapie. Oh, geil. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter. Black Mirror 3. Heute spielen wir das vierte Kapitel. Ganz genau. Falls ihr die anderen drei Kapitel nicht gesehen habt, die werde ich bei mir auf meinem Kanal verlinken. Und die ersten zwei Teile von Black Mirror, die habe ich natürlich auch schon gespielt. Die könnt ihr auch noch ansehen auf diesem Kanal. Genau, ich sag mal, wir sollten nicht so weit lange reden. Wir gehen da gleich mal in das Spiel hinein. Und los. Kapitel 4. Verdammt. Angelina, sie war wirklich böse. Von Anfang an. Diese schwarzen Augen. Wie ein Dämon, eine Hexe. Ich denke, ihr Unterbewusstsein verarbeitet ihre Beziehung zu ihr. Nein, das ist nicht mein Unterbewusstsein. Ich erinnere mich an diese Begegnung, an ihr Gesicht. Was war das für ein Spiegel? Und wo war das? Diese Erdspalte, Sie erinnern sich? Ich bin hineingeklettert, um Angelina zu helfen. Dort unten war ein großer Raum, da stand dieser Spiegel drin. Vielleicht war es eine Höhle mit einem unterirdischen Fluss. Und das Spiegelbild darin war einfach nur verzerrt. Nein, tut mir leid, Doc. Vor ein paar Tagen hätte ich Ihnen das noch abgenommen. Aber diesmal bin ich mir absolut sicher, dass es keine Einbildung oder irgendein Zaubertrick von meinem Unterbewusstsein ist. Es ist wirklich passiert. Entschuldigen Sie kurz. Kille. Dr. Winterbottom? Kann ich den ja nicht ausfassen? Ja, er ist noch hier. Wir sind... Können wir... Ja, ist gut. Ich sag's ihm. Hallo, hier spricht Obermacker Spooner. Wir haben eine Leiche gefunden und wollen diesen Gordon sofort verhaften. Schicken Sie ihn unverzüglich her. Fast. Es war der Constable. Der Inspektor wartet im Café auf Sie. Sie sollen nach der Sitzung mal vorbeikommen. Im Café? Will er mir eine Runde Donuts spendieren? So dumm jetzt, Dude. Warum nicht? Adrian, es ist an der Zeit, Frieden zu schließen mit der Welt. Warum nicht mit dem Inspektor anfangen? Er war gemein zu uns. Nee, wollen wir nicht. Ist vielleicht alles ein bisschen viel. Die laufenden Ermittlungen, die ständigen Verdächtigungen, die Visionen, das Schloss, das erdrückt mich. Weil Sie alles allein machen wollen, lassen Sie sich helfen. Von mir, vom Inspektor und, warum nicht, von einem Butler. Ja, ich glaube, ein Butler wäre genau das Richtige. Ich sag's dir, der Karl im Café. Sie haben richtig gelegen mit Ihrer Entscheidung. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Was für eine Entscheidung? Dass zu einem Schloss ein Butler gehört? Nein, dass Sie damals nicht Pathologin geworden sind, sondern Psychologin. Die Entscheidung meine ich, Doc. Oh, danke, Adrian. Bis später, Doc. Bis dann. So. So, wahrscheinlich. Und da der Butler vom Café, den Kerl, der da rumsteht, da hat er halt mitgekommen, dass ja den seine Verlobte hier mit dem Inspektor rumpimpert. Genau, und jetzt hat er keinen Bock mehr auf Café und macht jetzt ihn auf Butler. Genau, und sich fragt, warum hat er eigentlich verschiedene Namen? Ja, im zweiten Teil geht es darum, oder wird da halt Adrian eingeführt in die Story. Da war dann halt irgendwie das Kind vom vorherigen Mörder von Black Mirror Castle, vom Samuel. Und damit er nicht verrückt wird und dann auch halt durch die
Gegend läuft und Leute umbringt, haben sie gedacht, ja, die müssen wir ganz weit weg verstecken, im Black Mirror. Da haben sie halt eine Butlerin genommen, die hat das Kind genommen, in die USA gereist und ha, da hat er dann halt den Namen Darren Michaels angenommen und im zweiten Teil geht es darum, dass er dann herausfindet, dass der eigentlich Adrian Gordon ist. Das ist die Story. Genau. Und deshalb für mich immer ein bisschen verwirrend, weil es sind ja zwei Personen sozusagen damit verbunden. Einmal den Amerikaner Darren Michaels und den Gordon-Sprössling Adrian. Und jetzt hat er halt noch hier so einen üblen Geist in sich. Und das ist dann halt immer, dass man dann hier den bösen Geister da immer ankommt und dann böse Visionen bringt und dann sein aggressives Verhalten bringt. Ob da meine Gesprächsprotokolle auch mal drin landen? So. Ich habe gerade keine Fragen an Sie. Okay, gehen wir mal. Ich glaube, Tom ist tot vielleicht. Nur sowas in der Art. Ah, hier. Spoonier. Ich hab's bestimmt Adrian. Recht. Okay. War's ein bisschen buggy? Okay. Später wieder. Vorerst habe ich alles Ah, der werte Herr Gordon erbarmt sich, mich zu besuchen. Klar. Haben Sie was genommen? Setz dich. Erzähl mal. Erinnerst du dich noch an gestern Abend? Nur bis zu dem Schlag ins Gesicht. Danach habe ich seltsamerweise einen Filmriss. Wirklich? Du bist aufgestanden, als wenn nichts gewesen wäre und einfach zum Schloss zurückgegangen. Ich bin dir noch gefolgt, weil ich dachte, du klappst jeden Moment zusammen. Aber nichts war. Nicht mal geschwankt hast du, hast den K.O.-Schlag weggesteckt wie ein Mann. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Danke für die Blumen, Inspektor, aber in Wahrheit habe ich's nicht so gut verkraftet. Der Blackout... Egal. Hauptsache, du kannst dich noch daran erinnern, was Tom sagte, als er dich entdeckt hat. Ich bring dich um? Ich hau dir auf die Fresse? Du kannst ihn übrigens anzeigen, wenn du willst. Klar. Okay. Und dann auch gleich wegen Kidnappings. Mir glaubt doch eh kein Schwein. Ich habe vor 3 Wochen schon gesagt, dass er mich in Wales festgehalten hat. Bisher habe ich diese Entführungsgeschichte für eine Erfindung gehalten. Aber die Reaktion von Tom lässt mich doch ein klein bisschen zweifeln. Aber was viel wichtiger ist, wer ist dieser Phil, von dem Tom meinte, du hättest ihn umgebracht? Fragen Sie doch Tom! Er ist den ganzen Morgen schon nirgends zu finden. Ach, und jetzt wollen Sie auf einmal meine Hilfe. Okay, Adrian. Vielleicht war ich nicht immer der Netteste zu dir. Wollen wir die Vergangenheit kurz vergessen? Habe ich da eben eine Niemals. Entschuldigung gehört? Also... Phil ist der Typ, der mich vor einigen Tagen in seine Leichenkammer eingesperrt hat und mich umbringen wollte. Ich habe ihm eins übergezogen und bin abgehauen, aber ich weiß, dass er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat. Das heißt, die Leiche liegt noch da. Wo war das? In einem Anwesen im Wald. Ich glaube, es gehörte einem Dr. Heinz Herman. Das sagt mir irgendwas. Okay. Hören Sie, Inspektor. Wie wäre es, wenn ich Sie einfach dorthin bringe? Bitte? Nach dir. Und los geht's. Da wären wir. Und jetzt liegt noch der Tom tot da. Und wir sind Hauptverdächtiger. Die Tür ist zu. Und ohne einen Durchsuchungsbefehl dürfen wir dann nicht ohne weiteres rein. Ich glaube, das gilt nur für Sie, oder? Lass es mich so ausdrücken. Würdest du unerlaubterweise dieses Haus betreten, müsste ich sicher gehen, dass du auch ja nichts mitgehen lässt. Ich hab ja einen Schlüssel einstecken. Perfekt. Sim. Hört mich doch ein, wenn ich da reingehe. Hey, Inspektor. Die Tür steht ja sperrangelweit offen. Na sowas. Der Herr hat wohl einen Schlüssel. Den muss ich dir als Beweismittel abnehmen, sorry. Ja, ja. So geht's los. Oh, mein Inventar wird ja immer kleiner, das ist gut.
Die Foltervideos dürften Sie auch interessieren. Ja, die sind ja gut. Foltervideos? Ja, Phil hat ein ganzes Geheimfach voll davon. Sie sind weg. Vielleicht war deiner Leiche langweilig? Moment, im Videorekorder müsste noch eine stecken. Und der ist weg. Der Videorekorder, oder? Mach das aus. Das ist krank. Wo ist der Kerl, der das gedreht hat? Ich schätze, dass das Phil war. Man sieht ihn allerdings nicht. Ich nehme das Band zur Beweissicherung mit. Okay, und wo ist die Leiche? Ja, die wird ja unten sein, oder? Ja, auch weg. Ah! Die Leiche ist auch verschwunden? Das wirkt langsam ziemlich unglaubwürdig, meinst du nicht? Tom muss hier gewesen sein. Er versucht, seine Spuren zu verwischen. Darum fehlen auch die anderen Videos. Tom oder du? Ah ja, wie ich gesagt habe. Ich habe damit nichts zu tun. Ich werde es beweisen. Inspektor, das hier dürfte Sie interessieren. Wenn hier so ein halbvergammelter Kerl drin ist. Das ist zwar nicht die Leiche von Phil, aber vielleicht glauben Sie mir ja jetzt. Der ist mit Sicherheit schon ein paar Wochen tot. Und vor ein paar Wochen saß ich brav bei Ihnen in der Zelle. In Amerika. Okay, dieser Phil hat ziemlich Dreck am Stecken. Und er scheint gut in seinem Metier zu sein, sonst hätte ich längst von ihm gehört. Ich wette, Tom steckt da auch mit drin. Gehen wir erstmal aufs Revier. Ich werde Zack herschicken, um die Leiche abzuholen. Ich hätte noch was anderes zu erledigen. Erst kommst du mit. Ich muss deine Aussage aufnehmen. Shit! Stehen bleiben! Tom! Dann habe ich ja jetzt doch Zeit, mir den Steinkreis anzusehen. Sehr oder gut. Steinkreis. Das Ding hat sich du da zerlegt. Das sieht vielversprechend aus. So. Aufpassen. Wir werden jetzt Problem haben, da runter zu gehen. Aber beim Schloss ist ja noch eine Leiter außen dran. Die werden wir jetzt wahrscheinlich gleich holen müssen. Eine Treppe? So viel Luxus hätte ich gar nicht. Oder auch eben nicht. Ich bin gespannt, was mich dort unten erwartet. Ja, drüber. Klettern. Wahnsinn. Ja, das trifft's. Spring drüber. Ein etwa 4 Meter breiter und... Oh, so tief ist er gar nicht. Vielleicht ein paar hundert Meter. An den Wänden hängen überall fluoreszierende Dinger. Sehen aus wie riesige Glühwürmchen. Sie bewegen sich aber nicht. Okay. Ich frage mich, ob diese Höhle auf natürlichem Wege entstanden ist oder ob hier jemand oder etwas nachgeholfen hat. Na gut. Alterung, Portal. Wenn ich mich nicht irre, ist das genauso ein Portal, wie es in der Akademie steht. Stand. Bevor es verschüttet wurde. Irgendein Ding. Von hier aus kann ich es nicht genau erkennen. Sind das da Schriftzeichen auf der Wand? Ich kann leider nicht... So gut. Trotzdem, ich glaube, ich muss da jetzt erstmal die Leiter holen. Ja, da tun wir rüber balancieren. Und dann die Leiter wäre geht's. Eine sichere Brücke über diesen Abgrund. Das versuche ich mal. Genau. Easy. Ich muss nicht mal was klicken. Sofort drüber. Hätte speichern müssen. Easy. Kein Problem.
wie er drüber gegangen ist, haben sie ihre normale Schleichanimation von unserem Protagonisten genommen. Das hätten sie schon ein bisschen besser machen können, da irgendwie alle ein bisschen mehr balancierungsmäßig rüberbringen zu lassen. Aber naja, ja. Erzähl mal, Steintaubel. Was haben wir denn hier? Einen antiken Comic? Es scheint eine Art Bilderschrift zu sein. Mal sehen, was ich entziffern kann. Ein Typ trägt eine schwarze Kugel durch die Gegend. Er hat ein langes Gewand an. Oder ein Kleid? Könnte ein Heiliger oder ein Priester sein. Dann legt er sich mit der schwarzen Kugel hin und andere Typen mit Kleidern stellen sich um ihn herum. Seltsam. Und hier nehmen sie dem Typen mit der Kugel den Kopf ab? Moment, ist das eine Art Begräbnisritual? Könnte auch eine Hinrichtung sein. Mhm. Ich brauche eine Kopie oder irgendwas, damit... Ja, Kamera. Ich mache schnell ein Foto. Vielleicht finde ich jemanden, der sich mit Hieroglyphen auskennt. Bobby, natürlich. Ich habe mir eine Kopie. Was? Ich habe mir eine Kopie der Hieroglyphen. Was bedeuten? Alterung. So ein Ding habe ich schon mal gesehen. In der Akademie. Angelina hat eine schwarze Kugel reingelegt. Und dann ging das Portal auf. Ich nehme an, sie hat sie damals aus dem Museum geklaut. Aber jetzt ist Angelina tot. Und die Kugel hatte sie bei sich, als meine Mutter sie in den Tod gestürzt hat. Ein inaktives Portal. Genau wie das in der Akademie. Angelina konnte es mit einer seltsamen schwarzen Kugel öffnen. Wir brauchen eine schwarze Kugel. Aber, Leute, wir müssen noch was Wichtiges machen. Wir müssen nach Velokrieg. Auf den Dorfplatz. Zur Telefonzelle, um dort erstmal im nächsten Kapitel erstmal die Wahrsagerin anzurufen. Mal sehen, was wovor diese uns jetzt erwartet. So. Ring, ring! Hallo, hallo? Was erzählst du uns denn? Hallo, Madame Fortuna. Hey, Dorian. Ich wusste sie. Ah, ich bin der beste Kunde. Ja. Wer auch sonst? Stopp. Ich habe den Mond aufgedeckt. Ja, so hören Sie sich auch an. Der, die Tarotkarte Adrien. Ihre Karte. Ihre Karte. Etwas in Ihnen erwacht. Sie werden Grenzen überschreiten. Ins Ausland. Doch dafür erhalten Sie ein tiefes, intuitives Verständnis. Das hört sich irgendwie gruselig an. Und ich sehe den Tod. Den Tod, wie jeden Tag. Mal wieder. Sie zerschellen. Aha. Aber es gibt eine Möglichkeit, Adrien, wie Sie überleben. Nur eine. Ja, ich höre. Halten Sie sich fern von großen Höhen. Wir sind da schon drüber geklettert, ja, also von daher bringt uns das nichts. So ein Blödsinn. Ja, Dr. Jones, unser Anwalt. Anwaltskanzlei Jones und Partner, bitte hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Wir boxen Sie raus. Keiner da. Sehen wir. Haben wir das auch hingekriegt. Polizeistation, wie sieht's hier aus? Aha. Kann ich kurz etwas fragen? Hm. Ich habe im Wald eine Bärenfalle entdeckt. Sind solche Fallen überhaupt zugelassen? Ich weiß, dass hier das ganze Jahr über Jäger unterwegs sind, aber Bärenfallen benutzen die bestimmt nicht. In England gibt es doch gar keine Bären. Ganz genau. Für wen sind die Fallen denn dann bestimmt? Und wer hat sie da ausgelegt? Vielleicht haben die Bären ja welche ausgelegt, um die Jäger zu fangen.
Sie finden für alles eine logische Erklärung, was? Hauptsache, man muss keine Zeit dafür verschwenden, der Sache auf den Grund zu gehen. Hm? So sieht's aus. Auf Wiedersehen, Constable. Hm. Inspektor Spooner? Adrian, mein kleiner Lord. Was kann der Dorfbulle denn Nettes für dich tun? Wollen Sie sich einschleimen oder mich verarschen? Such's dir aus. Haben Sie Tom verhaftet? Er ist mir im Wald entwischt. Wir haben eine Fahndung rausgegeben. Okay. Diese schwarze Kugel, die damals aus dem Museum gestohlen wurde. Willst du sie zurückgeben? Das wäre natürlich fein. Also ist sie nicht wieder aufgetaucht? Nein. Sowas schon mal gesehen? Nö. Sowas ähnliches. In den Zellen an der Wand. Übrigens, diese Kette, wegen der Tom so ausgetickt ist. Schon mal dran gedacht, dass das ein Einzelstück sein könnte? Zum Beispiel aus einem Altenheim? Aus einem Altenheim in Ipswich? Nur so eine Idee. Wiedersehen. Wohlan, Milord. Freiwillig. Ja gut, sind alle ganz nett zu dem. Na, der Laden ist wieder offen. Ja, Messer. Ich hoffe, Sie wollen damit nur Gemüse schneiden. Haha. Messer. Geil. Mister? Hi. Ich bin übrigens Darren. Ich weiß genau, wer Sie sind. Ach ja? Wer bin ich denn? Sie sind dieser Brandstifter aus der Zeitung. Bin ich nicht? Ich zünde Ihren Laden schon nicht an. Abgesehen davon bin ich unschuldig. Ganz bestimmt. Aber würden Sie bitte nicht zu lange bleiben? Ich muss sonst die Polizei rufen. Na klar. Und zwar ohne Telefon. Ich nehme einfach meine Pfeife. Du bist eine Pfeife, oh. Was ist das hier, die Shoppingmeile von Willow Creek? Wir haben alles, was die Leute so brauchen. Normalerweise. Bestellen geht auch. Das wäre dann nächste Woche da, wenn Ihnen das reicht. Das wird nicht nötig sein. Ich sehe mich einfach mal um. Haben Sie Angst vor mir? Aber nein! Ich habe doch meine Trillerpfeife. Sobald mir jemand zu nahe kommt, pfeife ich. Das ist so laut, das hört sogar der Totengräber in Warm Hill. Clever, Abaya. Woher kennen Sie meinen Namen? Sie haben da so ein Schildchen. Ach ja. Ist übrigens ein sehr ungewöhnlicher Name, Abaya. Woher kommt er? Indisch. Gefällt er Ihnen nicht? Oh doch, er klingt sehr schön. Bedeutet er auch irgendwas? Die Furchtlose. Auf Wiedersehen. Ja. Nun gut, das muss doch. Was ist denn hier los? Diskutieren welche? Ah ja, Edward. Edward? Sir? Ich brauche einen Butler. Denise ist krank. Aber sie war doch heute Morgen noch hier. Ja, sie wurde ganz plötzlich von einem Virus befallen. Heißt der Virus zufällig Conrad Spooner? Ich glaube, er hat viele Namen. Auf jeden Fall macht er nicht nur arbeits-, sondern auch heiratsunfähig. Das tut mir leid für Sie, Edward. Ja. Immerhin ist es nicht ansteckend. Du kannst zu mir ins Schloss kommen. Ich brauche einen Butler. Als Sie das letzte Mal im Museum waren, haben Sie sich diese schwarze Kugel mal angesehen? Ja. Offenbar war sie das einzige von Wert, denn sie ist gestohlen worden. Allerdings frage ich mich bis heute, was sie eigentlich darstellen sollte. Für eine Kristallkugel, wie man sie von Wahrsagern kennt, war sie zu dunkel. Was meinen Sie? Naja, eine Bowlingkugel wird es sicher nicht gewesen sein. Sie interessieren sich für antike Geschichte? In der Tat, Sir. Man könnte sagen, es ist ein Hobby von mir. Ich sammle seit Jahren antike Münzen verschiedenster Kulturen. Da muss man sich teilweise schon ein enormes Wissen anlesen. Da haben wir ja den richtigen gefunden. Können Sie sich das hier mal ansehen und sagen, was das ist? Oh ja, diese Schrift habe ich irgendwo schon mal gesehen.
Es ist eine Druidenschrift. Sehr alt. Können Sie es lesen? Lesen wäre etwas übertrieben. Es ist mehr eine Art Bildergeschichte. Ich denke, es handelt sich um eine Beschreibung eines Begräbnisrituals. Ja, das könnte sein. Hier, der Tote scheint eine Art Geistlicher zu sein. Das erkennt man an dem gekrümmten Stab. Dieses Symbol wurde und wird häufig bei spirituellen Anführern verwendet. Und er hat eine schwarze Kugel in den Händen. Meinen Sie, das könnte so eine wie aus dem Museum sein? Oh, da könnten Sie sogar recht haben. Wenn das so ist, wundert es mich nicht mehr, dass sie gestohlen wurde. Sie wäre ein Vermögen wert. Wäre es möglich, dass es mehrere davon gibt? Nicht auszuschließen. Wenn es sich um eine Art Grabbeigabe für Priester handelt, bestünde die Möglichkeit, in einem alten Hügelgrab fündig zu werden. Sie Hügelgrab? Ein Hügelgrab. Gibt es hier so etwas? Oh ja, Sir. Hier in der Gegend soll es ein oder zwei geben. Zumindest wurden vor ein paar Jahren welche entdeckt. Es stand sogar in der Zeitung. Ah, jetzt erinnere ich mich auch, woher ich die Hieroglyphen kenne. In der Zeitung damals war ein Foto des Grabes zusammen mit dem Forscherteam. An den Felsen waren diese Hieroglyphen eingraviert. Ein Forscherteam? Mist, die haben das Grab bestimmt komplett ausgeräumt. Davon ist auszugehen, aber sie können... Was? Ich kann was. Entschuldigen Sie meine Taktlosigkeit, Sir. Miss Valley, sie war damals an der Expedition beteiligt. Eine Gruppe Studenten der Archäologie haben hier in der Gegend nach heidnischen Hinterlassenschaften gesucht. Dabei haben sie zufällig ein Hügelgrab entdeckt. Es war eine kleine Sensation. Und wer war denn noch an dieser Expedition beteiligt? Niemand, den ich kenne. Bedauere, Sir. Trotzdem, danke, Edward. Sie haben mir sehr geholfen. Sir, hätten Sie noch kurz einen Augenblick Zeit? Ja. Es ist mir etwas unangenehm, das so aufdringlich anzusprechen. Aber Dr. Winterbottom meinte, ich solle das tun. Haben Sie als Schlossherr jetzt nicht Personalbedarf? Ich würde mich freuen, bei Ihnen arbeiten zu können, Sir. Und was wird aus dem Café, wenn Sie nicht mehr da sind? Oh, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Denise' Vater hat bereits eine neue Geschäftsidee und ich glaube nicht, dass ich dafür der Richtige bin. Tatsächlich? Läuft das Café nicht gut? Was könnte hier im Urlaub denn besser laufen? Ein Bestattungsinstitut. Natürlich. Das hätte ich mir auch denken können. Ja, von mir aus. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Butler gebrauchen kann. Handwerker oder eine Abrissfirma bräuchte ich dringender. Es ist genau die Aufgabe eines Butlers, sich um so etwas zu kümmern. Vielleicht haben Sie recht. Na gut. Am besten, Sie kommen morgen im Laufe des Tages auf dem Schloss vorbei. Dann können Sie es sich nochmal überlegen. Vielen Dank, Sir. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Ja gut, jetzt haben wir unseren Butler. Ausgezeichnet. Expedition und irgendwie... irgendwas... Haben wir denn anzusuchen? Im Schloss ist ja nichts. Wir können jetzt einfach mal zur Kirche gehen. Haben wir eh nur Kirche oder die Stadt, wenn wir da interagieren wollen mit irgendwelchen Leuten. So. Da ist jetzt auch weg. Hallo? Keiner da. Wir können trotzdem mit der Tür interagieren, also von daher müsste da irgendwo jemand sein. Oder irgendwann müssen wir einbrechen oder sowas. Wer weiß, wer weiß. Ja, hier, Pacher, der ist auch noch da, ja. Hallo, Vater. Adrian, willkommen in meiner Kirche. So. Sagen Sie, Vater Frederick, wissen Sie etwas von einer schwarzen Kugel? Im Museum war vor ein paar Wochen eine ausgestellt, die wurde aber gestohlen. Das wundert mich nicht. Dieses Museum sollte geschlossen werden. Es stellt das Böse aus und zieht es damit magisch an. Es hätte nie eröffnet werden dürfen. Und die Kugel? Wissen Sie etwas darüber? Wenn sie dort ausgestellt worden ist, nein. Sagen die Ihnen etwas?
wie das Foto in seiner Hand schwebt. Das sind heidnische Symbole. Darüber weiß ich nichts. Wussten Sie, dass es hier in der Gegend Hügelgräber gibt? Ja, das stand vor ein paar Jahren groß in der Zeitung. Aber es wundert mich nicht. England war bis weit ins Mittelalter hinein fest in heidnischer Hand. Es hat lange gedauert, bis sie vom richtigen Glauben überzeugt wurden. Ah, egal. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Tim. Wie sind eigentlich der Totengräber hin? Ja, hier. Hey, Mark. Grüße dich, Mark. Was geht ab? Ah, der junge Gordon. Was tun Sie da? Ich vergrabe einen komisch. Schatz. Was denkst du denn? Ach, ich hatte schon die Befürchtung. Sind alle scheiße freundlich zu uns. Auf dem Friedhof? Schon mal von einer schwarzen Kugel gehört? Sag bloß, du kannst Bulls spielen. Junge, Junge. Wir können jeden Mann gebrauchen. Am Samstag ist wieder ein Turnier in Ipswich. Kommst du mit? Nein, ich dachte eher an eine mystische Kugel. Ein Exemplar wurde vor ein paar Wochen aus dem Museum geklaut. Ach so. Nein, darüber weiß ich nichts. Sagen Ihnen diese Zeichen was? Ich bin froh, dass ich meinen Namen buchstabieren kann, Junge. Heißt das nein? Ja. Ne Klasse. Das ist nichts Neues. Hier in der Gegend soll es Hügelgräber geben. Schon mal eins gesehen? Hör mal, Junge. Nur weil ich hier der Totengräber bin, heißt das nicht, dass ich für alle Gräber der Welt verantwortlich bin. Oder glaubst du, nach Feierabend renne ich los und besichtige Hügelgräber? Herrgott nochmal, wofür hältst du mich eigentlich? Na, und wieso? Grabfetisch. Totengräber aus Leidenschaft. Das wäre doch ein schöner Titel für Ihre Biografie. Ich muss weiter. Halt die Augen offen, Junge. Okay. Das hat uns so nichts viel gebracht. So, von der Kirche weg. Und weiter geht's. Ralph. Ich lasse Ralph erstmal seine Ruhe. Okay, Ralph, lass mal in Ruhe. Ja. Hier irgendwas Neues. Ruine. Suchen doch die Kugel. Auch wenn ich weiß, dass unter dem ganzen Schutt ein Portal vergraben ist, außer jemand kommt auf die Idee, hier eine U-Bahn zu bauen. Auch wenn ich weiß, außer jemand kommt auf die... U-Bahn, das wird nichts, glaube ich. Auto im Arsch, hier. Wie sieht's denn hier aus? Nichts Neues. Nein, das ist Spooners Baustelle. Ich will ihm da nicht in die... Vielleicht sollen wir zum Schloss gehen und dann mal nachfragen. Ja, ich mach doch für weitere Ärzte nochmal vorbei und dann sehen wir mal. Und mal im Museum vielleicht. Gibt's auch irgendwas Neues. Ja? Hallo, Doktor. Na klar, kommen Sie. Na gut. Hi, Doc. Wissen Sie was über Hügelgräber? Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie mal, Doc, haben Sie sich das Museum hier mal angesehen? Um ehrlich zu sein, nein. Ich war nie drin. Und ich werde es auch niemals betreten. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Sie würde vermutlich ausflippen, wenn sie die Heinz-Hermann-Köpfe sehen würde. Dann wissen Sie vermutlich auch nichts über die schwarze Kugel. Tut mir leid, nein. Wussten Sie, dass es hier in der Umgebung Hügelgräber geben soll? Nein, aber hier gibt es so viele uralte Gemäuer. Da wundert es mich nicht, dass es auch Hügelgräber gibt. Bye, Doc.
Geben Sie auf sich Acht, Adrian. Na ja, komm, weiter. Ah, hier. Svetlana und Juri. Ich soll nicht mit ihm reden. Ach komm schon, sei mal nicht so. Verschiedene Broschüren. Flussumleitung, die alte Akademie, Skelettfunde, Ausgrabungen, die Gefahren des Sumpfs und so weiter. Nichts wirklich Interessantes dabei. Alle Broschüren wurden von Edward erstellt. Leider stehen hier kaum nähere Informationen über die Ausgrabungen oder eine schwarze Kugel. Zumindest nichts, was mir weiterhilft. Okay. Hier sehen Sie ein typisches Touristenpärchen von Willow Creek. Vermutlich auf romantischer Hochzeitsreise. Ist doch schön schön, oder? Mal hier herzukommen. Willow Creek ist immer ein Besuch wert. Entschuldigen Sie, eine kurze Frage. Gosla, die Svetlanushka, schau mal, die haben hier sogar ein Darren Michaels Maskottchen. Oh, eto prekrasno! Der sieht ja richtig echt aus! Was wolltest du fragen, Junosha? Ich suche die schwarze Kugel. Ich hoffe, Sie vermissen die schwarze Kugel nicht. Sie wurde leider vor ein paar Wochen gestohlen. Jetzt haben wir beim letzten Besuch schon gesehen. Wir sind nur wegen Leiche hier. Ist wirklich gut gemacht. Очень красивый. Danke. Ich werde das Kompliment weitergeben. Würden Sie vielleicht an einer kleinen Umfrage teilnehmen? Ja? Wir planen eine neue Ausstellung über alte, dunkle Mächte, die seit Jahrtausenden in Willow Creek ihr Unwesen treiben. Отлично! Oh. Die Beschriftung soll natürlich dazu passen. Was halten Sie von dieser Art von Hieroglyphen? Was von wo? Worte Kaya Chunya. Das sieht ja aus wie ägyptisches Kinderbuch. Da fehlt Horror. So ist langweilig. Mehr tot, ja. Lässt sich bestimmt einrichten. Ja, ja. Viel Spaß noch in unserem Museum. Werden wir haben. Spasiba. Spasiba, Boyshoi. So, hier. Was gibt's hier Neues? Nichts Neues, oder? So, die doofen Knöpfe. Nichts Neues. Gut. Ah! Gordon's Palace. Vielleicht komme ich da nochmal bis zum Murray. Nein. Es ist. Der mag Murray nicht mehr. Ich gehe mal in die Taverne oder versuche in die Taverne zu gehen. Vielleicht kann ich damit Bobby reden oder sowas. Der Papa zu. Der Besitzer ist auf der Flucht, na klar. So, Leute. Ich bin gleich wieder da. Pingelpause machen. So. So, ich bin wieder zurück.
Hoffentlich hänge ich auch nicht mehr. So, was ist denn hier? Ah, hier. Was ist das vorhin noch? Hier sitzt hier noch. Wer ist denn das? Und warum sitzt er da? Interagieren geht ohne. Scheiße. Man kann kaum. Aber ich gehe nicht davon. Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier je etwas Essbares serviert wurde. Zumindest nicht, naja, seit Tom den Pub ging. Na, sorry. Die Fensterscheibe. Da kann ich mich immer noch hinsetzen, wenn. Okay. Ich glaube, wir gehen mal ins Schloss. Warte, warte, warte. Wir gehen da mal zum Eingangstor. Vielleicht ist da was Neues, ja. Briefkasten. Ein leerer Briefkasten. Hätte ja was sein können. So, los geht's. Oder vielleicht wartet Tom in unserem Schloss ja schon auf uns. Er möchte uns umbringen. Eine vertrocknete Pflanze. Hier ist nichts. Gibt es hier irgendwelche? Ah, hier, Nickerchen. Ja, war's mal schön. Geht weiter. Junge. Wir suchen ja immer noch nach diesem Hügelgrab und nach komischen Dingen. Nach der Kugel. In der Ecke steht eine reich verzierte, mächtige Säule. Auf ihr ruht das Gewicht des Schlosses. Hier irgendjemand. Das Blut ist weg, naja. Na gut. Treppe hoch, Treppe runter. Wir waren ja auch lange nicht gewesen. Was ist eigentlich mit dem Zimmer von der alten Vatikanstruller? Diese Matratzen sehen aus, als ob darauf Generationen von Gordons gezeugt und gestorben wären. Ich habe Dirkhams Geheimnis. Dirkhams Geheimnis gelüftet. Juhu, gibt's nicht mehr zu finden hier. Die Tür dort ist abgeschlossen. Da ist Victorias Schmuck drin. Ringe, Halsketten und Ohrringe. Da muss ja noch irgendwas machbar sein damit. Können wir noch fragen, Leute? Was sind das denn für... Sieht wie Schimmel aus. Vorerst brauche ich nichts aus dem Safe. Geht's ohne Schneis? Kann mich nur die Wand? Das ist eine Rolle Baufolie. Die Handwerker sollten damit eigentlich den Boden abdecken, aber bei der Bude hier ist es mittlerweile egal. Ich könnte die nehmen. Leute, wir kommen da schon näher. Eine Rolle Baufolie. Vielleicht noch etwa 3 Meter lang und 1,5 Meter breit. Was wollen wir denn damit machen? Was hast du damit vor? Ein leerer Topf? Schätze dir, momentan habe ich keine Idee, was ich...
Kann ich hier irgendwas verbinden mit Folie und dem Zeug hier? Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Streusalz. Sie brauchen doch kein Streusalz in England. Friert doch nichts. Hier ist es finster wie im... Hab ein riesen Schloss, aber irgendwie auf die Idee zu kommen, da irgendwie in den Keller zu gehen, zum Rumgucken nach Mysterien. Nee. Das ist von Arsch. Denkt er sich. Naja, gut. Was haben wir denn sonst noch? Ja, Hieroglyphen. Das sind die Hieroglyphen, die ich in der... Ich die mir selber angucken. Ja. Zack. Nehmen Sie den Kopf ab. Schwarze Kugel. Oh. Na gut. Warum höre ich hier ein Klicken von einer Uhr? Wo ist die Uhr? Ich höre immer noch die Uhr. Selbst hier draußen hört das Klicken der Uhr. Ja, ein bisschen buggy, wie es aussieht, ne? Klack, klock. Wo gehen wir sonst noch hin? Richtung waren wir. Wald, Kreuzung im Wald. Klick, klock, klick, klock. Ein Verlängerungskabel. Ist vielleicht am Ampel verblinde, was denn da? Klick, klack. Ja. Fluss nochmal runtergehen. Ich will es nicht. Da gehe ich ganz bestimmt nicht baden. Es ist November, wir haben Minusgrade und ich bin Physikstudent. Ich hole. So. Gut. Baumwurzel. Ich befinde mich direkt unter der Erdoberfläche. Die helfen mir nicht weiter. Ja. Kann ich hier auch nichts. Hier, mein Inventar. Durchscrollen, nö. Ich brauche diese komische Kugel. Wir haben den Hinweis, dass da irgendwie eine Expedition war. Miss Valley war dabei. Müssen wir da zu Miss Valley ihr Grab gehen, oder was? Die ist ja im ersten Teil gestorben, du. Dort oben ist die Praxis von Dr. Joyce Winterbottom. Es ist da ganz gemütlich.
Ich will die Touristen nicht von ihrem... Ich will es ja auch nie. Was wollen wir denn jetzt nächstes Mal hingehen? Vorne wieder anfangen? Miss Winterbottom. Ich will gerade nichts stören. Da ist nichts. Hab ist nichts, hier ist nichts. Zeitpräsidium ist nichts. Kann ich kurz etwas fragen? Ah, ja. Das Haus von Miss Valley. Waren Sie an der Hausdurchsuchung von Miss Valleys Haus beteiligt? Ja, aber mehr darf ich darüber auch nicht sagen. Auf Wiedersehen, Constable. Okay. Inspektor, erzähl mal. Inspektor Spooner? Was denn? Hügelgräber. Kennen Sie sich mit Hügelgräbern aus? In der Umgebung hier soll es Hügelgräber geben. Wissen Sie zufällig, wo man die finden kann? Du hast doch gerade erst ein Schloss geerbt. Willst du schon wieder umziehen? Können Sie nicht einmal eine vernünftige Antwort geben? Nee. Bitte. Na, wenn dir das so viel bedeutet. Nein, ich weiß nicht, wo man hier Hügelgräber finden kann. Wären Sie unter Umständen bereit, mir eine klitzekleine Auskunft zu geben? Jetzt bin ich aber gespannt. Sie haben doch damals das Haus von Miss Valley durchsucht. Sind Ihnen dort irgendwelche archäologischen Aufzeichnungen über den Weg gelaufen? Zack? Solltest du nicht längst auf Patrouille sein? Hilft uns richtig relativ gut. Der Schlossherr, sind wir jetzt als hoch angesehen. Dass wir jetzt hier durch die Bretagne gegangen sind und Leute betrot haben. Weißt du, Adrian, sind wir coole ich habe Leute das jetzt Gefühl, dass unsere, ich nenne es mal Beziehung, in letzter Zeit etwas festgefahren wirkt. Ständig kommst du mit neuen Wünschen an. Immer soll ich dir etwas geben. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir das ändern. Wollen Sie mich zu Dr. Winterbottom begleiten? Eine Paartherapie machen? Nette Idee. Aber mir schwebt da was anderes vor. Erzähl mal. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, neige ich manchmal dazu, etwas vorschnell zu urteilen. Das ist einer der Gründe, warum man mich hierher nach Willow Creek versetzt hat. Eigentlich hatte ich mir mein Leben als Inspektor anders vorgestellt. Verfolgungsjagden, Schießereien, Explosion. Du schaust mir in die Seele. Aber ohne einen nachweisbaren Erfolg werde ich dieses Nest so schnell nicht wieder verlassen. Und da sich bei dir die Bedingungen leider geändert haben... Was soll sich da geändert haben? Ich bin unschuldig wie eh und je. Aber jetzt bist du ein Lord, wie du letztens so treffend bemerkt hast. Und das ist im guten alten England ein Grund, die ganze Sache mit mehr Fingerspitzengefühl anzufassen. Oder anders gesagt, ein Irrtum in so einem Fall würde meiner Karriere überhaupt nicht gut tun. Hab ich das richtig verstanden? Guck an. Sie haben die Hosen voll, weil ich jetzt ein Schloss besitze? Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, die ganze Sache zu vergessen, den Fall abzuschließen. Nur dazu muss ich dem Richter etwas Eindeutiges vorlegen. Ist das eine höfliche Bitte um ein Geständnis? Sind Sie noch zu retten? Nein, nein, du verstehst das falsch. Die Sache mit Tom und diesem Phil ist schon mal ein guter Anfang. Okay. Außerdem hat Murray seine Aussage korrigiert und dir ein Alibi für den Mord an Miss Valley gegeben. Scheint dich ja sehr zu mögen, der Typ. Aber es gibt doch noch diesen Louis und diese Angelina. Sie gelten zwar als vermisst, aber auch ein Vermisster kann ein Täter sein. Jetzt klar? Na, endlich sprechen wir dieselbe Sprache. Was ist nun mit Miss Valleys Haus? Haben Sie da was gefunden? Wir haben dort nur Fotos von dir und andere fallrelevante Dinge mitgenommen. Wenn du denkst, du findest dort etwas, was diesen Fall zum Abschluss bringen kann, lass ich dich das Haus ansehen. Na, geh doch. Sind wir jetzt Partner? So würde ich das nicht nennen. Hey, aber dieses Gespräch hat nie stattgefunden, klar? Zack wird dich begleiten. Ich will über alles informiert werden. Selbstverständlich, Herr Inspektor. Na wunderbar. Kommt doch im richtigen Moment. Wiedersehen. Wohlan, Milord. Kann ich kurz etwas fragen? Bring mich zum Der Haus. Der Inspektor meinte, es wäre kein Problem, wenn ich mir das Haus von Miss Valley anschauen würde. Sie sollen allerdings mitgehen und aufpassen. Wenn er meint, ich hole eben die Schlüssel. Viel Spaß beim Suchen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie gehen möchten. Geht klar.
alte Zeitungen und ein Buch mit englischen Kinderliedern. Das hilft mir nicht weiter. Ja, wir singen ein Lied. Nur blau. Miss Valley hatte wohl nicht nur Angst vor den Gordons. Ah. So. Was haben wir noch hier? Bücherschrank mitnehmen. Das hier könnte interessant sein. Miss Valleys Büchersammlung. Mal sehen. Englische Geschichte und Geschichten. Camelot und der Heilige Gral, von Wilhelm dem Eroberer bis zur Magna Carta. Mhm. Eine Mappe von einer Universität. Constable, darf ich mir die Mappe hier mal ansehen? Das sind alles nur Bücher über Wissenschaft. War das ein Ja? Von mir aus. Aber machen Sie nicht zu lang. Mal gucken, was wir da haben. Das Geklicke im Hintergrund, das geht mal auf den Sack. Ich gehe mal da mal raus und dann wieder ins Spiel rein. Ich lade da erstmal davor. Dann hoffe ich mal, dass das Klacken weg ist. Das habe ich für Aufnahme da nicht so besonders. Mal das Spiel laden. Ah, jetzt ist es besser. Vom Ton her. Denke ich mal. Genau, ja. Treppe nach oben. Schreibtisch. Zeitungsausschnitte über den Mord an Vic. Unvorstellbar, wie man ein Kind so brutal ermorden kann. Naja, aus dem ersten Spiel, da wurde ihr kleiner Bruder umgebracht. Vom Protagonisten des ersten Teils. Samuel. Ein leerer Notizblock. Was machen Sie da? Ich wollte mir nur ein Blatt Papier nehmen, um mir Notizen zu machen. Mhm. Machen wir hier. Schauen wir mal nach, ob wir da irgendwie drüber streichen können und das sehen, was da geschrieben war. Zu sehen, was da dieser geschrieben Trick war. Hat immer funktioniert. Aha. So. Was haben Sie vor? Vielleicht gibt es eine geheime Falltür unter dem Teppich. So ein Blödsinn. Ja, ja. Ich brauche ein bisschen Fantasie, ne? Bleiben Sie bitte hier unten. Was? Wieso? Vielleicht gibt es oben etwas Interessantes. Mm-mm. Miss Valley bewahrt all ihre Unterlagen hier unten auf. Wir haben oben bereits alles durchsucht und bis auf ein paar Fotos von Ihrem Bruder Vic nichts gefunden. Na schön. Geschirr im Folklore-Stil. Wir Experten sagen dazu bemalte Teller. Sie muss ihren Bruder sehr geliebt haben. Miss Valleys Bruder, Vic. Sie hat ziemlich viele Bilder von ihm. Ist aber auch kein Wunder. Sie war wie besessen von seinem Tod. Und vor allem von seinem Mörder. Samuel Gordon. Meinem Vater. Ein Schaukelstuhl aus Holz. Die Rückenlehne sieht nicht gerade bequem aus. Ich glaube, in Willow Creek gibt es sowas wie Öl oder Gas einfach noch nicht. Amüsant. Was dagegen, wenn ich mir ein Stückchen Kohle mitnehme? Ich glaube, da hat niemand etwas dagegen. Hauptsache mitnehmen, Leute. Vorhin den Klick. Dann nehmt es einfach mit. So gut, Finden wir hier noch irgendwas drüber? Näher drüber gehen. Na gut, was haben wir uns denn hier zusammengesammelt? Zusammengesammelt. Keine schwarze Kugel. Wenn ich Glück habe, hat sie noch keiner entdeckt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo dieses Hügelgrab genau liegt.
muss ich noch selber lesen oder was? Unsere Gruppe untersucht heute das Gebiet im Sektor 13. Wir fanden einen versehrten und wahrscheinlich bisher von Grabräubern verschwundenen Tumulus. Irgendwo noch mit einem für die typischen Felsblock. Ja, Felsblock. Verschlossen. Es handelt sich bei den Graben nach bisherigen Erkenntnissen um ein Custworth Severn Type. Ja, fahren die Überreste von 12 Personen, vermutlich Männer, bei einigen fehlenden Schädel. Ah, hier die fehlenden Schädel, das ist doch schon mal richtig. Darum wurden umsortiert. Wir nehmen an, dass die Schädel noch während der Nutzung der Städte rituell entfernt wurden. Wieso? Das bleibt zu klären. Die Position des Grabes haben wir auf der Karte. Hey, ich wollte den Rest lesen. Es muss in dieser Seminararbeit doch eindeutige Wörter geben, mit denen ich den genauen Ort bestimmen kann. Ich denke, 3 Wörter sollten reichen. Ach so. Sektor I3 hilft mir auf jeden Fall weiter. Ja, was ist noch? So, Sektor I3. Fundstücke der Probe zum Archivieren geschickt. 7 vollständige männliche Skelette, 5 männliche Skelette ohne Schädel, 1 goldene Figur in Form eines Stiers. 2 goldene Tafeln mit Hieroglyphen, eine Probe Sandboden aus dem Grabe. Außerdem eine Bodenprobe aus dem Sumpf und diverse Kleintierknochen der Umgebung. Ja, Kleintierknochen. Damit kann ich doch schon was anfangen. Sektor I3 im Sumpf. In der Nähe war ich schon, als ich die Portale gesucht habe. Und dort eine Stelle, an der viele Kleintierskelette liegen. Das muss sich doch finden lassen. Ja klar, da eine doofe Knochen, die wir gefunden haben. So, ja, was ist hier geschrieben? Das muss der gleiche Brief sein wie der, den ich in der Hütte gefunden hatte. Mhm. Ein bisschen kann man lesen. Falls es uns nicht gelingen sollte, das Übel... Unser Ziel verfehlt und der Orden nie existiert. Bereits Opfer gegeben? Das war nie meine Absicht. Wenn der Verfluchte also... Jetzt wird's sehr undeutlich. Darf keine Spur mehr zu uns führen. Na, wissen wir Bescheid. Die haben sich aufgelöst. Da hatte Miss Valley wohl angekündigt, dass sich der Orden im Fall der Fälle auflösen soll. Das erklärt einiges. Ja gut, gehen wir wieder in den Sumpf, um da das Grab zu finden. Zack, ich habe genug gesehen. Gehen wir. Legen Lass Sie uns die gehen. Mappe bitte wieder zurück, dann können wir los. Naja, schreib mich nicht so an. Ja, ist gezeichnet. So, speichern wir wieder und gehen dann in den Sumpf. Ah ja, speichern. Okay. Na, wo war denn das? Ne, hier, ah ja. Knochen. Kleintierknochen. In Miss Valleys Seminararbeit stand, dass sie solche Knochen an ihr Institut geschickt haben. Das wäre ein Hinweis darauf, dass sich hier in der Gegend das Hügelgrab befindet. Mhm. Nanu, soweit ich mich erinnere, war hier gestern noch kein Steinhaufen. Da ist etwas zwischen den Steinen eingeklemmt. Ein Stück Papier. Ist das... Ein Briefumschlag mit meinem Namen drauf? Die Sache wird langsam unheimlich. Wir haben doch hier unseren geheimen Tippgeber aus Kapitel 1 und 2. Ein Briefumschlag mit meinem Namen drauf. Kein Absender, nichts. So. Was steht drin? Die Hoffnung sei die zweite Tugend eines Hüters. Sie nährt den Weisen, doch sie narrt den Vermessenen.
der sich gedankenlos auf seinen Versprechungen ausruht. Ha. Wissen wir Bescheid, Leute. Das sagt mir gar nichts. Die nächste seltsame Nachricht. Das war eigentlich zu erwarten. Wer auch immer dieses Spielchen mit mir treibt, er wusste, dass ich im Sumpf vorbeikommen würde. Ein Sumpf. Das stand auch in der Seminararbeit. Und ich bin östlich von Willow Creek. Irgendwo hier in der Nähe muss dieses Hügelgrab sein. Warte mal. Sektor I3? A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, 2, 3. Ja. Sektor E3. Wir sind ja schon mal richtig, ne? Trampelpfad. Trampelpfad, ah, hier drüben. Gucken wir nicht weiter. Genau, gehen wir mal hier drüben lang. Ich versuche es einfach mal in diese Richtung. Ist ja keine andere Richtung möglich, ne? Jetzt sterben wir hier. Bam! War nicht allzu schwer zu finden. Was auf jeden Fall nicht. So, bin hier. Zur Wiese. Hier liegen eine Menge Äste und Zweige. Die trockenen nehme ich mit. Okay. Ein Ersatzmann hier, der beim Bau des Grabes übrig blieb? Der Baum muss vor Jahrzehnten gefällt worden sein. Wahrscheinlich, als sie das Grab entdeckt haben. Das könnte ein Loch sein oder ein Symbol für die schwarze Kugel. Ich glaube, ich bin hier richtig. Na gut. Hier liegen noch mehr von diesen Kleintierskeletten. Ob hier wohl eine Eule haust oder etwas Größeres? Der Bär. Hier steppt der Bär. Wir speichern mal. So. Hopp, 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 hopp. Speichern. So, gehen wir mal rein, Leute. Ich habe noch nie ein Hügelgrab von innen gesehen. Ehrlich gesagt auch noch nie von außen. Was mich wohl erwartet. Dam, dam, da. Los geht's. Darren, Adrian. Hier riecht es alt. Sehr alt. Alle leer. Nichts zu finden. Hier haben sie wohl die Toten reingelegt. Hier liegen überall kleine, lose Steine rum. Hier liegen überall kleine, lose... Der Boden ist aus Stein mit einer dicken Dreckschicht überzogen. Vergraben konnten sie die Kugel sicher nicht. Na, hier eine Wand. Die Wände bestehen aus massiven Felsbrocken. Die müssen hunderte von Leuten gebraucht haben, um das Ding hier zu bauen. Na, es hat keinen Sinn. So finde ich hier nichts. Mordred wüsste bestimmt, wo zu suchen wäre. Wieso habe ich jetzt keine Vision? Hey, Mordred, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Moment mal. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Wenn ich meine Pillen absetze und hier lange genug warte, kommt früher oder später sicher eine Vision. Ich meine, wo, wenn nicht hier? Allerdings stand auf der Packungsbeilage, dass es mindestens 2 Wochen dauert, bis die Wirkung nachlässt. Warum ist es 2 Wochen in der Hütte? Vielleicht kann ich das beschleunigen. Fragt sich nur wie. Klasse Rätsel. Entgiftung in schnell. Du kannst dich hier eine Baufolie einwickeln. Ne? Ja, Blätter. Der Wind hat den halben Wald hier reingeweht.
keine schwarze Kugel drunter. Die Steinchen. Hier liegen überall kleine. Kleine Lösesteine rum. Ja, ja, habe ich verstanden. So, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Feuerchen oder was? Machst du hier ein Feuer drinne? Schön gemütlich machen. Machen wir hier so ein bisschen Tagebuch drin stehen. So, wo bin ich? Es ist bei mir angekommen. Wo bist du mal, dass sie nur nicht so direkt danach fragst? Das Zuma anzweifeln besser. Sessenheit ist, dass er ziemlich einseitig läuft. Ich darf Mordreds rumschleppen und nicht von seinen Vorstellungen in Form nachwiegender Visionen plagen lassen. Wann immer es ihm beliebt. Wenn schon Missionen, dann will ich auch bestimmt, wann ich sie habe. Und das werde ich jetzt tun. Die Manager abzusetzen würde nichts ausreichen. Dauert außerdem viel zu lange, bis die aus dem Kreislauf sind. Ich sollte ihre Wirkung lieber gezielt aufheben. Dr. Winterbottom könnte mir da bestimmt den ein oder anderen Tipp geben. Ich sollte sie nicht nur zu direkt danach fragen. Also gut, wir machen dann mal zu unserer schönen Ärztin und fragen die mal. So. Genau. Ja? Hallo Doktor, kann ich Sie kurz was fragen? Na klar, kommen Sie hoch. Kommen Sie hoch. Mach die Zigarette aus. Ob da meine Gesprächsprotokoll... Hi, Doc. Adrian, was kann ich für Sie tun? Ich glaube, die Medikamente machen Probleme. Wie meinen Sie das? Vertragen Sie sie nicht so gut? Wird Ihnen schlecht? Naja, ich habe das Gefühl, dass sie heute nicht so wirken wie sonst. Kann es sein, dass ich etwas gegessen habe, was die Wirkung herabsetzt? Haben Sie große Mengen Baldrian-Tee getrunken oder Johanniskraut-Tee? Diese beiden Kräuter könnten die Wirkung herabsetzen. Im Gewächshaus. Nein, nein, ich hab's nicht so mit Tee. Dann haben Sie vielleicht Antazida gegen Magenschmerzen oder Sodbrennen genommen. Das sollten Sie besser nicht tun. Magnesiumhaltige Mittel in Verbindung mit koffeinhaltigen Getränken hemmen die Aufnahme der Haloperidox-Wirkstoffe ins Blut. Ich hätte Sie darauf hinweisen müssen, entschuldigen Sie. Das heißt also, neben Baldrian und Johanniskraut auch keine Magenmittel und kein Kaffee. Nicht zusammen. Aber ein oder zwei Tassen Kaffee am Tag sind nicht so schlimm. Nur nicht übertreiben. Ihr so, jetzt machen wir jeden Tag schlimmer. Super Cocktail draus. Und dann geht's los. So, wir gehen da ins Gewächshaus. Da, dort war ja. Und zum Strüpp. Ja. Hügel Baldrian. Das ist doch genau das, was ich suche. Und die Pflanze ist doch schon getrocknet. Dürfte gut brennen, das Zeug. So, was sagt unser Tagebuch drüber? Ah, extra starker Kaffee. Magnesium. Meist in Mitteln gegen Sodbrennen. Dann gehen wir in den Supermarkt. Mittel gegen Sodbrennen und dann noch hier in diesen Tante Emma Laden. Du bist vielleicht was und dann Kaffee. Genau. Gehen wir mal zum Kaffee. Ja. Ich glaube, das ist das Schlauste, was wir da machen. Genau, Mittel gegen Sodbrennen. Hi. Haben Sie Baldrian-Tee oder Johanniskraut? Ich fürchte, nein. Aber ich kann es Ihnen bestellen. Dauert vielleicht zwei Tage? Nee, brauche ich jetzt. Das ist zu lang. Ich bräuchte es heute noch. Oh, dann weiß ich auch nicht. Ich hätte gern ein Päckchen Kaffee. Welche Sorte? Entkoffeiniert oder extra mild? Haben Sie keinen extra starken?
Die älteren Kunden vertragen das Koffein nicht so gut. Na, klasse. Und was ist mit dem Sack Kaffeebohnen hier? Das ist die extra milde Sorte. Soll ich Ihnen davon etwas abpacken? Hm. Scheiße. Zu Sudbrennen. Mittel. Die müssen was haben. Haben Sie etwas gegen Sodbrennen? Ja. Ja, natürlich. Magensalz kann ich da nur empfehlen. Perfekt. Ist das, magnesiumhaltig? Nein, das ist nur ein Salz. Hm. Haben Sie noch etwas anderes? Wenn Sie Magnesium brauchen, können Sie auch ein Antacidum nehmen. Das ist zwar rezeptpflichtig, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Ja, wunderbar. Okay. Auf Wiedersehen. Ja. Na gut. Gehen wir mal hier ins Café. Edward? Mr. Gordon, womit kann ich dienen? Ich brauche Sie steigen Kaffee. Kann ich hier auch ein ganzes Päckchen Kaffee kaufen? Aber natürlich, Sir. Welche Sorte hätten Sie denn gern? Die stärkste. So richtig steiges. Das ist ein kolumbianischer Kaffee. Eine meiner Lieblingssorten. Danke. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. So. Und jetzt, was machen wir mit dem Rotz? Magnesiumhaltige Tabletten gegen Magenbeschwerden. Auf der Packung steht, man soll maximal 2. Echter kolumbianischer Hochlandkaffee. Jetzt muss ich mich da in die Hütte oder in die Höhle reinsetzen und was? Gegen Sodbrennen. Um Jugendgemäß herabzusetzen. Okay. Soll ich da den Kaffeepulver sniffen oder? Echter kolumbianischer Hochlandkaffee. Riecht wie echter kolumbianischer Hochlandkaffee. Klasse. Ich geh da wieder in die Höhle rein. Vielleicht dann kann ich da einfach nur den Rotz nehmen. Trockene Zweige eignen sich her. Was kann ich jetzt machen? Kaffee kochen. Du wirst. Ein vertrockneter Baldrier. Magnesiumhaltige Tabletten gegen echter kolumbianischer Hochlandkaffee. Riecht wie echter kolumbianischer Hochlandkaffee. Ja, und nun? Rektal einfügen oder was? Oh, Leute. Sonst noch irgendwie was? Kein Obsidian würde mich auch stauern. Kreislauf sind, blub. Genau. Sieht's denn hier aus? Ständchen. Ich lege die Steine in die Mitte des Raumes. So habe ich eine kleine Feuerstelle. Genau. Zufallstelle. So, trockene Zweige. Muss ich da die Kaffeepulle durch die Nase ziehen, oder wie? Damit hätte ich genug Brennmaterial für ein kleines Feuer. Solange hier kein Feuer brennt, macht das keinen Sinn. Ja, ja, ich brauche schon Feuer. Genau. Vater und Sohn am Lagerfeuer. Wie rührend. Mist, der ganze schöne Rauch zieht nach draußen. Hängt das Ding zu, ja. Ich sollte die Folie besser von draußen anbringen.
speichern auch mal nicht, dass der da ja irgendwie was zuhängt und dann verreckt der Clay. Auch keine Luft kriegt. So, genau. Dieselben Hieroglyphen wie auf der Steintafel in der Höhle. Diese Orte gehören eindeutig zusammen. So. Prima. Damit bleibt der Rauch ganz sicher in der Grabkammer. So. Es geht los. Missionen kriegen wir jetzt so. Wenn ich hier wieder rauskomme, stinke ich bestimmt wie ein Räucheraal. Kein gutes Deo für einen zu Unrecht verdächtigten Brandstifter. Noch geil. Ich fühle mich schon ein wenig seltsam. Schwindelig. Wie in Watte gepackt. Aber das reicht noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Gaffi. Ja, deine Tabletten. Magnesiumhaltige Tabletten gegen Magenbeschwerden. Auf der Packung steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag einnehmen. Hau die mal rein. Es ist nur wieder. Ja, Feuer. Echter kolumbianischer Hochlandkaffee. Ich möchte das nicht verbrennen. Ich möchte das nicht verbrennen. Schnauze. Du machst, was ich sag. Das ist ein Schamane. Ja, verbrennen will er nie. Wo hab ich so viel Papier? So. Ich mach. Ist ja nur Feuerstelle, oder? Ja. Kaffee kochen. Pillen nehmen. Ich bin kein Brandst... Bist du... Du weißt es noch nicht. Ich möchte das nicht verbrennen. Ich möchte das nicht verbrennen. Sagt uns der Tagebuch. Ah, es wird brennt. Was ist nur mit... Okay. Wie kriegen wir jetzt unseren Kaffee da in den Kerl rein? Gehen wir da wieder zurück? Komme ich überhaupt hier raus? So. Koch mir einen Kaffee. Monsieur. Ah, ich kann raus, also. Von daher. Ist ja noch was zu erledigen hier drüben. Koch mir einen Kaffee. Später wie. Später Scheiße. Wieder. Vorerst haben. Dann muss ich Kaffee kochen irgendwie. Was ist mit den Tabletten? Fress die Tabletten einfach mal. Magnesiumhaltige Tabletten gegen Magenbeschwerden. Auf der. Ich frag da doch mal weiter. Bitte, ich will gerade nicht stören. Schnauze. Na klar willst du stören. Du weißt es einfach nur nicht. An der Kirche gibt es da noch irgendwas? Ne, Schloss. Gab es ja noch den in der Küche, den in Bottich, den er nie benutzt hat. Ein leerer Topf. Aha. Schätze, die Handwerker haben und ich kann mir damit Tee oder Kaffee kochen. Ich fülle gleich etwas Wasser rein. Gut so. Ja. Kaffee. Hier noch. Salz?
Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen... Ja, hier Streusalz. Mach da noch ein bisschen Streusalz rein und dann geht es los. Gießt sie ab wie so ein Zäpfchen. Adrian, Darren, du... alter Schamane. Das sieht von außen aus, als ob da irgendwie so ein Ecklabor im Wald ist oder sowas. So, Feuerstelle. Magnesium, Kaffee. Das Wasser dürfte bald kochen. Heute mal die türkische Variante. Lecker. Ich zerbrösele die Tabletten vorher, damit sie sich schneller auflösen. Und jetzt trink das. Schön umrühren mit so einem Stecken. Ah, geil. Lecker, lecker. Hat der Fuchs ran gepisst. Was zum Geier mache ich hier eigentlich? Egal. Es wird mich schon nicht umbringen. Und wenn doch, bin ich immerhin schon in einem Grab. Positiv denken, auf jeden Fall. Schön aus dem glühenden Topf trinken. Yummy, yummy. Fuck. Das funktioniert besser, als ich dachte. Jetzt geht's los. Aha. Du? Oh, mein Kopf. Ach, meine Pillen. Jetzt brauche ich sie dringend. Oh, verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird. Wie lange war ich wohl weggetreten? Immerhin habe ich diese Kugel gesehen. Sie haben sie hier im Grab versteckt. Ja, irgendwo in einer Wand. Das Medikament, das mir Dr. Winter... Ja, hier. Frisst es Zeug. Hallo, Perip. Die Packungsbeilage ist wenig auf... Bei Wirkungsdauer steht, wirkt schon nach wenigen Minuten und hat eine Abklingzeit von 10 bis 14 Tagen. Inhalieren von Zigarettenrauch oder andere durch Verbrennen entstandene Partikel kann die Wirkung mindern. Und unter Wechselwirkungen? Sollten Sie neben Haloperidox andere Medikamente einnehmen, befragen Sie dazu. Gut. Dieser Schimmel war vorher noch nicht da. Oder doch? Was hat das zu bedeuten? Diese Gestalt in meiner Vision hat die schwarze Kugel hier... Perfekt. Da haben wir sie doch. Ich weiß nicht, wie das mit rechten Dingen zugehen kann, aber ich habe, was ich wollte. Danke, Mordred. Na gut. Dann gehen wir mal raus. So, gehen wir mal wieder hier zurück. Steinkreis. Jetzt geht's wieder runter. Dann speichern wir einfach mal. Speichern. Und dann versuchen wir mal, das komische Ding aufzumachen. Fall nicht runter, sei vorsichtig. Wenn es so ein bisschen besser machen können. So, das Stargate wurde aktiviert. Es fällt mir wirklich schwer zu glauben, was ich gerade sehe. So, ich speichern. Ja, speichern, zack, los geht's. Es hat funktioniert. Das Portal ist offen. Geh durch. Ausgezeichnet. Die Akademie. Da kommen Erinnerungen hoch. Schlechte Erinnerungen.
hatte eigentlich gehofft, im Ritualraum rauszukommen. Sieht so aus, als wäre das Portal nicht vollständig aktiviert. Ah, Dammt. Hängen wir hier fest. Aussieht, bleibe ich länger als geplant. Als ich das letzte Mal hier war, lag in dieser Halterung eine schwarze Kugel. Jemand muss sie da rausgenommen haben. Ich kann nur hoffen, dass sie hier noch irgendwo liegt. Da geht's tief runter. Und wieder dieses seltsame Licht. Normalerweise nimmt man diesen Weg hierher, aber der sieht ziemlich verschüttet aus. Da ist ein Stück schwarzer Stoff. Das muss einer vom Orden sein, der bei dem ganzen Chaos mit in die Luft gejagt wurde. Genau erkennen kann man das von hier aus aber nicht. Hier ist ein Spalt zwischen den Steinen. Und? Ich kann aber leider nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel da drin. Ich habe doch ein Feuerzeug. Und fühlen kann ich auch nichts. Leucht mal da rein. Keine Chance. Mein Arm blockiert die Sicht. Ich kann nichts erkennen. Mach ein Foto. Das müsste gehen. Na hier, das war doch schwarze Kugel. Ja, da liegt die schwarze Kugel. In der Hand eines Toten. Und dahinter die andere Öffnung. Wenn ich also so etwas wie einen Stock hätte, könnte ich die Kugel auf der anderen Seite rausschieben. Ein Stock. Klasse. Die Säulen stehen auf Sockeln, die tief in die Erde hinabführen. Kein Ende in Sicht. Hier sind überall Einschusslöcher. Diese Ordensleute haben hier überall wild um sich geschossen. Aber warum haben die um sich geballert? Ob das was mit dem Ritual von Angelina zu tun hatte? Oder wollten sie die Akademie damit zum Einsturz bringen? Wie auch immer, ich sollte zusehen, dass ich hier wieder heil rauskomme. Ja, bin da schon ein bisschen vorsichtig jetzt, ne? So. Steinfalle. Der Fallenbauer war auf jeden Fall kein Freund von halben Sachen. Wer das auf den Kopf kriegt, hat nie wieder Kopfschmerzen. Es ist ja aus dem zweiten Teil. Ritualraum. Falls ihr das gesehen habt, oder auch nicht. Überall fiese Teufelsgestalten. Sehen aus wie Galionsfiguren. Das Portal ist nicht aktiv. Ich muss eine Möglichkeit finden, es wieder zu aktivieren. Okay. Das muss Louis sein. Oder das, was von ihm noch übrig ist. So. Ohne seine Hilfe wäre Angelina nicht so weit gekommen. Er hat sich von ihr genau wie ich vor den Karren spannen lassen. Aber egal, was für ein Mensch er war, ein wenig Leid tut er mir doch. Schauen wir mal, ob der Kerl noch etwas anderes als Ungeziefer bei sich hat. Schön stillhalten. Fühlt sich verdammt lebendig an, diese Leiche. Liegt wohl am Kreislauf des Lebens. Da ist schon halb flüssig. Aha. Eine Notiz von Angelina an Louis. Ein Brief von Angelina an Louis. Hast du schon gesagt? Louis, ich habe mich um Valley gekümmert. Sie wird uns keinen Ärger mehr machen. Kümmer du dich um die Leute im Schloss. Am besten du zündest die Bude einfach an. Pass nur auf, dass der Amerikaner halbwegs heil rauskommt. Ich brauche ihn lebend. Bring ihn so schnell wie möglich zur Akademie. Ich werde versuchen, mit Catherine vor euch da zu sein.
Dein Geld bekommst du, sobald ich habe, was ich will. Angelina. Haben wir einen Brief für unseren Polizisten, oder? Der wird auch happy sein, wenn er das sieht. Zu relativem Beweis. Eigentlich muss ich nur dafür sorgen, dass Spooner diesen Zettel hier bei Louis' Leiche findet und ich bin endlich raus aus der Sache. Aber ich kann ihn unmöglich hier reinlassen. Da könnte ich genauso gut das Familiengeheimnis verhökern und mir Mordred auf die Stirn tätowieren. Mir wird schon was einfallen. Hier läuft sich's wie auf Erbsen. Der Boden ist über und über mit leeren Patronenhülsen übersät. Hier müssen ganze Magazine leer gefeuert worden sein. Wollten die Ordensmitglieder damit die Akademie zum Einsturz bringen? Zumindest beim Eingang hatten sie wohl Erfolg. Okay, ja. Vielleicht kommt jetzt ein kleines Monster uns entgegen. Gesprungen. Die schwarze Kugel ist zum Greifen nah. Ich komme nur nicht ran. Komm halt nicht ran, sagt er. Eine gute Steintür, ja. Diese Türen konnte man mittels eines Mechanismus öffnen. Der wurde aber zerstört. Damit werden diese Türen wohl für immer geschlossen bleiben. Ja, okay. So, falls wir was brauchen, dann müssten wir das ja schon. Oder irgendwas zum Einstechen oder durchschieben. Hier ist eine Steinplatte. Hm. Es ist zwar eklig. Ja, hat er noch irgendwas anderes einstecken oder wie sieht's denn aus? Was da schon gewesen, was er hat. Ich könnte Louis' Arm als Verlängerung benutzen, um an die schwarze Kugel zu kommen. Hast du gezeichnet. Ein helfendes Händchen sozusagen. Lieber Arm dran als Arm ab oder so. Die Kugel liegt jetzt näher an der anderen Öffnung. So, jetzt haben wir ja die Kugel. Dann können wir ja das Portal wieder aktivieren. Hab sie. Jetzt nichts wie raus hier. Wo ist der Arm hin? Nimm den Arm mit als Beweis. Spooner. Kann ich mal so einen Arm mitnehmen? Hey, Trent, du bist arm dran. So, jetzt geht's los. Adrian Gorn, Großmeister der Portalmagie. Hoffen wir, dass mich das Portal jetzt direkt zu Mordreds Buch schickt. Wir werden sehen. Es hat funktioniert. Ich bin im Ritualraum. Das könnte auch der Thron des Leibhaftigen sein. Wow. Einen Moment lang dachte ich, da sitzt Mordred. Hier stehen mehrere Halterungen. Ob es darauf ankommt, in welcher die Kugel liegt, das wäre theoretisch sogar physikalisch erklärbar. Ich möchte es aber lieber nicht praktisch ausprobieren. Menschliche Schädel. Fein säuberlich aus dem Fels gehauen. Ist doch drauf geklebt. Im Dämonenraum sind wir. Keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Und ich will es auch gar nicht wissen. Hier drin kann das jedenfalls nichts Gutes bedeuten. So. Der Abgrund, in den meine Mutter gestürzt ist. Du hast mit der nur mal 5 Minuten geredet. Sei mal nicht so wie, oh, meine Mami. Huch. So, was passiert denn jetzt so? Im Buch steht alles. Sono care busadire. Aber was geht denn jetzt ab? Geil! Hä? Und du? Nimm mal deine Pillen, Junge.
Reiß dich zusammen, Adrian. Das Medikament, das mir Dr. Winterbottom... Du sollst nicht lesen, du sollst nicht Pillen fressen. Die Packungsbeilage bei Wirkungsinhalieren und unter Wechselwirkung. So. Amena vibus adire. Endlich. Endlich wieder einen Körper zu besitzen. Welch ungeahnte Macht. Nun kann ich mein Werk vollenden. Mohohoho. Me? Was geht denn jetzt ab? Doch geil, der Höllenhunde. An meiner Seite. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht auch Spaß los. Maria! Wo ist er? Wo ist Damien? Was hast du? Ist das Damien oder Adrian? Er ist tot. Ach so, der Sohn. Ah. Bitte! Das darf nicht sein! Er war zu schwach. Ich wollte ihn stärker machen. Er hätte noch viel mächtiger als ich werden sollen. Du hast ihn umgebracht. Was hast du getan? Geh mir aus dem Weg, weit. Ein paar Therapien. Oh, geil. So, jetzt sind wir wieder normal. Normaler. Kapitel 5. Okay, das war's ja schon wieder gewesen mit dem vierten Kapitel. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War sehr interessant. Schreibt in die Kommentare, was ihr darüber haltet. Und falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit dieser Art von Spiele, mit Point-and-Click-Adventures, dann müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Das hilft euch sehr und hilft mir auch mir sehr. Und es wäre auch sehr schön, wenn ihr einen Like da lasst. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und goodbye. Ciao.